Mir ging es nie um Titel und weiß ich nicht was, sondern es ging um Entwicklung bei mir. Er kommt aus Österreich, von Rapid Wien zu uns. Herzlich willkommen, Christopher Trimmel. Hallo. Also ich freue mich natürlich sehr, endlich hier in Berlin angekommen zu sein und endlich diese Unterschrift quasi aufs Papier gemacht zu haben. Warum? Erstens wollte ich damals den Schritt wagen nach Deutschland. Hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Warum 10 Jahre? Ich glaube, 10 Jahre funktionieren nur, wenn man sich wohlfühlt, wenn man sich sportlich entwickelt, wenn sich der Verein entwickelt viele Dinge zusammenpassen. Ansonsten ist schwierig. Ich meine, wir reden von Fußballerleben, da kann es alle halbe Jahre eine Veränderung geben. Bei mir hat es sehr, sehr lange keine Veränderung gegeben. Noch damals unter einem anderen Trainer unterschrieben, hat sich dann auch ein bisschen was getan bei Union im Sommer, aber das ist für mich nie entscheidend gewesen, wer Trainer ist, sondern es ging schon immer um den Club und ich hatte da immer von Beginn weg ein gutes Gefühl. Also speziell das erste Spiel im Stadion war damals ein Testspiel, wo ich mir gleich ein kleines Cut geholt habe, ich glaube gegen irgendeine spanische Mannschaft, ich weiß nicht mehr genau. Und da dachte ich mir schon, Moment mal, es ist ein scheiß Testspiel. Warum ist da so gute Stimmung? Warum sind so viele Zuschauer da? Warum werden wir so gefeiert? Wir haben gerade mal eine Vorbereitung hinter uns. Spätestens da habe ich gewusst, was die Fanszene, was die Fans von Union mit der Mannschaft machen kann. Und das hat sich bis heute so durchgezogen. Das war schon für mich ein neues Niveau. Und natürlich das Rundherum. Ich meine, du kommst nach Deutschland, egal in welcher Liga du spielst, auch in der dritten Liga sind die Hütten voll. Das hast du in Österreich nicht überall so. Und von dem her bin ich froh, dass ich so lange da bin, weil ich sehr, sehr viel miterlebt habe. Nicht nur jetzt mit dem eigenen Verein, sondern ich habe viel gesehen in Deutschland. Viele Stadien, viele Stimmungen. Und das macht ja auch der Fußball aus für mich. Ja, ich glaube, ich hatte die Ehre, ein paar Monate mit Thorsten Matuschka zusammenzuarbeiten. Da bleibt natürlich dann schon sehr, sehr viel hängen, weil er selber lange im Verein war, auch wenn es nur ein paar Monate waren. Aber man bekommt schon das ein oder andere mit. Aber es gab so viele überragende Typen, ob das jetzt Damir Greilach war, mit dem ich heute noch einen guten Kontakt habe, Sören Brandy, Stefan Fürsten. Ich glaube, da waren viele gute Typen dabei, die sehr wichtig für den Verein waren. Und die man natürlich auch heute noch sehr, sehr gern hier sieht. Das macht ja auch den Verein aus. Und ich glaube, es gibt wenig Spieler, die von Union weggegangen sind und schlecht über diesen Verein gesprochen haben, sondern am Ende ist es sogar so, dass sich viele noch immer melden und sehr gerne zurückkehren wollen. Das ist Union Berlin. Ja, ich glaube, so emotional war der Aufstieg schon das Höchste für mich persönlich, weil es einfach eine überragende Saison war. Es war ja direkten Aufstieg nicht geschafft in Bochum. Dann kommst du in die Relegation. Und es ist halt einfach bei uns so, dass immer, es muss immer in unserem Stadion passieren. Ist einfach so. Und das war schon sehr emotional, muss ich schon sagen. Aber trotzdem
bleibe ich dabei. Dieses eine harte Jahr, wo wir dann am Ende, glaube ich, eh noch Elfter, Zwölfter wären, aber gefühlt die halbe Liga um Abstieg gespielt habe, das war wahrscheinlich für die ganze Entwicklung, auch für den Aufstieg, das wichtigste Jahr, weil du am Ende sehr, sehr viel daraus gelernt hast. War das immer sehr attraktiv. Trimmel, 30. super Flanke und dann 1-0. Trimmel mit dem ersten Eckball. Trimmel, 2-0. Zweiter Eckball, wieder Trimmel, andere Seite und aufgepasst. Ja, die Situation kennen wir. Trimmel, Andersson, 3-0. In Mainz, ich glaube, da hatte ich in einer Halbzeit schon 3 Assists oder so. Ja, war einfach ein überragender Tag, aber das passiert bei Fußballern. Ich bin trotzdem immer der Meinung, wenn speziell Abwehrspieler, und da zähle ich mich dazu, wenn wir ein unauffälliges Spiel haben, haben wir ein gutes Spiel gemacht oder ein sehr gutes Spiel. Es geht in erster Linie nicht um Tore schießen, Tore aufzulegen, sondern einfach um stabile Defensivarbeit zu machen. Und ich finde immer, das ist die Basis. Deswegen, wenn ich nicht so auffall, habe ich ein gutes Spiel gemacht. Ich glaube, ich bin in den letzten 10 Jahren sportlich gereift, habe mich sportlich entwickelt, bin hier zum Kapitän gewählt worden, was mir sehr viel Spaß macht, auch jetzt noch. Ich habe mich auch privat weiterentwickelt. Es ist viel passiert in der Zeit. Ich glaube, die Menschen rundherum, ich habe viele neue Freunde kennengelernt. Das muss man ja auch immer wieder erwähnen. Man bleibt ja nicht bei einem Verein, wenn das Umfeld nicht passt. Wir leben und ich lebe seit 10 Jahren in einer super Stadt. Also ich glaube, viele Dinge sind passiert. Natürlich verändert man sich, aber ich glaube im positiven Sinne. Bei Union in den 10 Jahren gab es schon sehr, sehr viel Entwicklung. Und das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass vieles passt und sehr, sehr viele Menschen gute Arbeit liefern. Macht immer Spaß, auch jetzt noch, jeden Tag, und ich glaube, das ist das Wichtigste. Okay? Jo.